Der Engländer war immer im Afrika-Feldzug ein äußerst fairer Gegner. Das lag einfach in der Charakteristik des eigentlichen Wüstenfeldzuges. Die Möglichkeit gab sich ja irgendwie manchmal ganz schnell, ob das jetzt ein Sandsturm war, der über uns hineingebrochen ist, oder ein Heuschreckenschwarm, der alles lahmlegte und keine Kampfhandlung mehr erlaubte. Man glaubt ja sowas nicht. Ich habe Karl May gelesen, habe mir gedacht, na ja, der spinnt da aber auch ein bisschen. Aber es ist ja tatsächlich so, es wird in der hellsten Sonne, bei einem Heuschreckenschwarm, wird es Nacht, die Sonne verschwindet, so dick ist der Schwarm. Und die fliegen vom Nil raus und suchen irgendwie, wie fliegen durch die Wüste in einer solchen Wolke, dass die Sonne verdunkelt war. Und da ist von Kampfhandlung keine Rede mehr. Da geht kein Maschinengewehr mehr. Und da werden die Wellen, die Radiowellen, Funkwellen, der Funkdienst ist unterbrochen und alles Mögliche, auf das man sich da einstellen muss. Und genauso ist es ein Sandsturm. Da steckt jeder bloß noch die Nase irgendwo rein und hält sich ein Tuch vor, ob Freund, ob Feind. Und wenn dann auch während einer Kampfhandlung jetzt unter normalen klimatischen Bedingungen, afrikanischen natürlich, einer in Gefangenschaft gerät, weil er sich verfranzt hat, der Kompass die Marschzahl nicht gestimmt hat. Landkarten gab es ja keine. Und wenn, dann ist es die eine Düne schaut wie die andere aus. Also man hat keine Orientierungsmöglichkeit in Afrika als den Kompass und hat seine Marschzahl ein. Und da passiert es sehr schnell, dass man in Gefangenschaft kommt. Und dann hat der Tommy, wenn er uns geschnappt hat, seine letzte Wasserflasche mit uns geteilt, seine letzte Zigarette mit uns geteilt und wir haben das Gleiche mit dem Tommy gemacht. Da hat es nie irgendwelche Schwierigkeiten gegeben wie in Russland. Wehe, wenn wir dich erwischen, dann wird die Kehle durchgeschnitten und alles Mögliche. Das hat es beim Engländer nicht gegeben. Und insofern kann man also sagen, es ist ein, wenn man so frech sein soll, ein Glücksumstand gewesen, dass ich aus dem Russlandfeldzug nach vor Stalingrad rausgekommen bin und nach Afrika versetzt worden bin und da in englische Gefangenschaft gekommen bin. Das ist sehr gut, ja. Du hast sicher auch davon gehört oder vielleicht dir auch direkt erfahren, dass wir Rommel auch und umgekehrt genauso, wenn wir Meldungen auffingen im Funk, dass englische Lazarette in der Wüste kein Wasser mehr hatten, dass ein Wasser-LKW hingeschickt hat Das ist und diesen gemacht. hilflosen Verwundeten. Richtig, ja. Also das liegt ja auf derselben Linie. Das ist dasselbe genau mit dem Reinbringen von Verwundeten. Ob das ein Engländer war, wenn wir jetzt näher an dem dran waren, dann haben wir den Engländer reingeholt und haben ihn gepflegt. Der Engländer hat dasselbe mit unseren Leuten auch gemacht. Also da ist wenn man im Krieg von Fairness sprechen darf, da ist Fairness noch eingehalten worden. Eine berühmte Anekdote über den Afrika-Feldzug ist, dass die Engländer während der Tea Time aufgehört hätten zu schießen und auch von der Gegnerseite auf die Tea Time Rücksicht genommen worden wäre. Kann man das so sagen? Haben Sie Das kann man durchaus sagen. Es sind natürlich auch mal Fehlschüsse oder Fehlbomben auf ein Lazarett gekommen, aber im Grunde genommen hat jeder gegenseitig sehr viel Rücksicht genommen. Wie ich schon gesagt habe, das hat vom Lanzer X angefangen, der mit dem gefangenen Engländer den letzten Schluck aus der Feldflasche geteilt hat und die letzte Zigarette geteilt hat, bis hinten hin zum Lazarett. Wir haben englische Verwundete genauso versorgt, abgestürzte englische Flieger in unseren Lazaretten wieder gesund gepflegt, genau wie es der Engländer getan hat. Also da kann man wirklich nicht sagen, dass da Grausamkeiten passiert sind. Eine Standardfrage, die ich manchmal gerne stelle, ist, und zwar nur das Stichwort Lilli Marleen. Was fällt Ihnen dazu was ein? Ja, also das war schon eine tolle Sache. Wenn die Lilli Marleen-Stunde kam, dass das Lied gesendet wurde um 10 Uhr abends nach der bestimmten Nachrichtendurchgabe, war Feuerpause. Es war ja, Nachtkämpfe in Afrika waren nicht gang und gäbe. Wir haben bei Tage gekämpft. Der Panzer braucht Tageslicht, um wirkungsvoll eingesetzt zu werden. Und
Die Nacht war im Großen und Ganzen außer Spätrupp-Tätigkeit, dass sich da jemand vorgeschlichen hat oder Stellungswechsel vorzunehmen waren, ist die Nacht, ausgesprochen zu Nachtgefechten, haben wir keine Gelegenheit und waren auch dafür eigentlich gar nicht geschult in der Panzertruppe. Und insofern ist das immer ein offener Kampf gewesen und die Nacht hat eine gewisse Ruhe in die Geschichte gebracht. Aber die 10 Minuten, Lili Marleen, da war also wirklich ohne jeden diplomatischen Verkehr hin und her, war auch wirklich Waffenruhe.